Wunderbar. Herzlich willkommen in Berlin. Wir freuen uns wahnsinnig, wieder hier in Berlin sein zu können. Wir waren 2019 das letzte Mal hier. Aus irgendeinem Grund sind wir mal vorbeigefahren, haben keine Veranstaltungen mehr hier gemacht. Irgendwas war, ich weiß auch nicht mehr warum. Wir freuen uns wahnsinnig, hier zu sein. Schön, dass ihr da seid. Zum zweiten Meetup, Denok Meetup dieses Jahr in Deutschland. Das erste war vor ein paar Wochen in München, jetzt in Berlin. Wir freuen uns, hier bei der IPB zu sein. Und darf ich dich auf die Bühne bitten, ein paar Worte zu sagen? Herzlich willkommen und wir freuen uns mega, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr, dass wir mal Host spielen dürfen für Stenok und Patrick und euch. Es ist ja wirklich wahnsinnig hell hier, okay. Aber das liegt natürlich vor allem an euch. Wir haben diesen Raum hier auch mal eingerichtet vor der Corona-Zeit, haben den dann in Betrieb genommen mit einer großen Grand Opening Party am 27. Februar 2020. Eine Woche später war dann alles runtergefahren. Und das ist eigentlich die wichtigste Nachricht, also abgesehen davon, dass ihr jetzt alle hier seid und wir uns sehr freuen, dass ihr da seid. Und es immer, glaube ich, wirklich das Wichtigste ist, dass man sich auch mal persönlich sieht. Ich glaube, so echtes Vertrauen zwischen Menschen braucht das auch ganz oft, dass man sich persönlich mal sieht und die Hände schüttelt. Und wenn wir eben was bauen, also das sind Netzwerke, die halt vertrauenswürdig sein sollen. Und deswegen gibt es ja auch ein Denok und natürlich länderübergreifend. Aber wir möchten eine weitere Gelegenheit euch geben. Die Einladung sprechen wir hiermit aus. Am 27.04., das haben schon einige ein Save the Date bekommen, am 27.04. werden wir hier Party machen. Das Unternehmen IPB ist im letzten Jahr schon 25 geworden. Also wir sind im Prinzip eine alte Tante hier im Internet-Business, aber wir haben in diesem Jahr tatsächlich 20 Jahre Colocation-Jubiläum. Das heißt, wir haben so ein bisschen Doppeljubiläum und wollen das halt ordentlich feiern. Wer sich an die Partys erinnert, die wir schon gemacht haben, so langsam lernen wir Party zu machen. Und wenn ihr alle mithelft am 27.04., wäre das ganz toll. Wir haben ja, Lydia ist da von uns und auch Melanie ist hier und Susanne ist hier. Das sind die drei, genau. Das ist unsere Ladies Power. Bitte hinterlasst eure Kontaktdaten, wenn ihr dann mit auf die Liste wollt, sonst wird es schwierig mit dem Einladen. Aber wir müssen halt ein bisschen dann gucken, dass wir das auch, dass wir wissen, wie viele kommen denn. Ne? Also es wird eben schon ordentlich. Ja. Das war schon alles, was ich sagen wollte. Ich freue mich sehr. Ich muss leider los. Ich habe schlecht geplant, bin aber sehr ordentlich vertreten, weil drei Frauen kriegen Vielfaches hin von dem, was nur ein Mann kann. Und das muss man auch mal sagen. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Jens und Patrick und euch selbst. Danke. Danke, dass wir hier sein dürfen. Das ist besser als ich. Kannst du mich noch hören? Ich bin so leise. Wunderbar. Gut, wir kommen sehr schnell zum wesentlichen Teil. Ich gehe so 3-4 Punkte nochmal durch. Meetups, was war das nochmal? Wir haben da irgendwie aufgehört 2019 und wollen da wieder hin zurück als Denok. Meetups bilden die ganzjährige Möglichkeit, für die Community im Kontakt zu bleiben, sich auszutauschen. Ziel ist, dass wir so 1 bis 3 Vorträge haben, die technisch geprägt sind. Wir machen logischerweise auch bei den Meetups keinerlei Sponsorentalks. Und dann immer ganz wichtig, Networking im Austausch im Anschluss. Wir wollen die über ganz Deutschland verteilt machen. Auch wenn das so aussieht, Moritz und ich können das selten alleine mit Fiona hinten als Unterstützung. Wir suchen Leute und wir suchen händeringend Leute, die das in den Städten voranbringen und machen. Wer also Bock darauf hat und Interesse daran hat, meldet euch event@denok.de oder sprecht uns hier auf der Veranstaltung an. Paar Housekeeping Rules, das Einfachste. Denok ist eine offene Community und wir wollen auch so bleiben. Wir sind offen für jeden, jede, unabhängig von geschlechtlicher Identität, Alter, sexuelle Orientierung, Behinderung, Aussehen, Größe, Herkunft, Ethnizität, ausgeübten Glauben, technischer oder wirtschaftlicher Entscheidungen. Wir lehnen jede Form von Diskriminierung ab. Wir wollen explizit. Ja. Da bin ich wieder. Wir wollen explizit professionell. Diskussionen. Wir wollen den Austausch von unterschiedlichen Meinungen, aber bleibt auf einer Ebene von sachlich, von technisch. Das sind Menschen, die dahinter stehen und wir wollen als Menschen uns gut miteinander verstehen und einen vernünftigen Abend verbringen
Also seid exzellent zueinander. Wir haben extrem wenig Regeln in der DENOG, außer dass ich gemutet werde regelmäßig. Mir war nicht klar, dass es so schlimm ist, aber okay. Wir wollen nicht mehr einführen, dafür sollten wir exzellent zueinander bleiben. Sollte es doch irgendwo Probleme geben, meldet euch. Drei Slides zum Verein. Für die, die es nicht wissen, ich glaube, der Großteil hier weiß es, die DENOG hat sich 2017 als Verein aufgestellt. Die DENOG an sich existiert wesentlich länger und hat bereits vorher Konferenzen gemacht. So ein bisschen, was sind die Ziele? DENOG wollte unabhängig von Unternehmen und Sponsoren werden und ein aus der Community, für die Community, von der Community kontrolliert. Das heißt, wenn ihr meine Nase nicht mehr mögt oder Moritz' Nase nicht mehr mögt oder Fionas' Nase nicht mehr mögt oder auch von jedem anderen, habt ihr als Mitglieder die Möglichkeit, uns das sehr deutlich zu sagen und uns loszuwerden. Genau da wollten wir hin und genau da soll es hin. Die DENOG hat als Ziel im Verein mehr als die Konferenz zu sein, Meetups, viel drumherum. Wir haben dann ein großes Paket aufgestellt. Möglich gemacht wird das Ganze durch unsere Fördermitglieder. Wir haben eine große Anzahl an Fördermitgliedern, bei denen wir uns recht herzlich bedanken. Die machen das möglich, dass wir solche Meetups machen können, dass wir viele andere Veranstaltungen machen können. Wir suchen selbstverständlich immer weiter Fördermitglieder. Für die, die noch kein Mitglied sind oder Interesse haben, ihr könnt auf der Webseite ganz normales Mitglied werden, kostet 30 Euro im Jahr, ist, wenn man es auf einen Monat runterbricht, weniger als zumindest ich fürs Wasser vorhin in der Mall hier gezahlt habe. Von daher ist das leicht erträglich. Wenn eure Firma Interesse hat, die DENOG zu unterstützen, könnt ihr Fördermitglied ab 500 Euro im Monat werden, im Jahr werden. Auch das ist für die meisten Firmen keine große Summe. Ich spreche nur zwei, drei Dinge an. Wir wollen Meetups über das gesamte Jahr weiter verteilt machen und logischerweise planen wir auf den November hin eine große Jahreskonferenz wieder, dieses Jahr hier in Berlin. Von daher passt das einwandfrei. Mehr Informationen dazu findet ihr auf der Webseite oder sprecht uns an. Es gibt heute zwei Vorträge und damit gebe ich dann auch gleich zu Jens. Einmal Jens Link, der über Container Lab zu uns spricht, und einmal Moritz Frenzel, der über ausfallsicheres Out-of-Band-Netzwerk spricht. Danach Social, Getränke, Fingerfood, freundlicherweise von IPB zur Verfügung gestellt. Steffen hat gerade schon die Feier von IPB angesprochen, kann ich nur empfehlen. Ansonsten von DENOG-Seite aus das nächste Meetup am 19. April in Stuttgart mit mehr oder weniger meiner Stimme. Und für Mai und Juni planen wir weitere Meetups in München, aber auch in Berlin, und wir planen gerade Düsseldorf und Hamburg. Von daher, die Story geht weiter. Und damit danke an alle, die heute Abend vortragen, danke an das PC, danke an die Orga-Crew. Viel Spaß, habt einen schönen Abend.